Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind unterwegs nach Utopia, aber wir haben noch eine... Oh shit, aua. Wir haben noch eine Aufgabe zu erledigen, und zwar den Geier zu erschießen. Und wir sind auf dieser attraktiven Insel zurück, an dem wir hier das Warzenschwein gekillt haben. Und Serendipity hat... Und sehen das Lama. Was hast du dabei? Ein Vogel. Hast du einen Vogel noch gefangen? Ja. Okay. Und da oben läuft bestimmt auch noch was. Wir haben Lama gefunden. Ne, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Und zwar hier vorne irgendwo. Da hinten steht es. Seht ihr da hinten beim Händler? Beim Händler. Wir haben endlich, also dieses Mysterium Lama hat sich jetzt anscheinend aufgelöst. Ja. So, ich bringe jetzt erstmal den Vogel an Deck und dann hole ich das Lama und dann gucke ich, was da oben rumfliegt. Ich versuche mal den großen Vogel hier nochmal zu killen. Ja. Der macht mir so ein bisschen Sorgen. Hm. Wir haben endlich ein Lama, das heißt, wir können Wolle produzieren. Ja. Wolle, Wolle haben? Ein Ende. Wolle, Wolle. Das ist gut. So, hier ist Plastik. Los, Geier, komm runter. Immer wieder das Gleiche. Was passiert? Ich hab Quietschen gehört. Was passiert? Ich hab den Dings gehört. Den Puffy, genau, der hat gequietscht. Puffys quietschen? Puffys quietschen, wenn die sterben, quietschen die. Oh, und der Hai quietscht auch. Und komm jetzt zu mir runter. Bevor die sterben, quietschen die. Aber wer bekämpft denn den Puffy oder den Hai? Nee, der Puffy ist hier neben... Oh Gott, Entschuldigung, der Hai Was hat passiert? Mich erschreckt. Der Hai hat mich erschreckt. Puffy war neben dem Floß. Was ist denn mit dem Geier? Jetzt kommt er nicht runter. Ah, Mann, immer das Gleiche. Wir haben Lama, Leute. Noch nicht. Ein Lorenzo Lama. Habe ich damals geguckt, die Serie? Ich habe ihn gekillt. Den Vogel? Ein Schuss. Der ist bei mir gelandet und hat den Stein gesammelt und ich habe ihm gerade in den Arsch geschossen und bam, tot. Ah, das ist Taschen voll. Hast du den Kill hier mir geklaut? Voll. Ja, direkt neben dem Floß. Kannst du zu mir kommen? Hier liegen Geflügels. Lama Rama, Ding Dong, Lama Rama, Ding Ding Dong. Schnell, laufen Sie, sonst spawnt es weg. Ich komme, wo bist du denn? Hier oben auf dem Hügel. Ah ja, ich sehe dich. Auf dem Hügel, ich habe heute Sprachschwierigkeiten auf dem Hügel. Sprachschwierigkeiten heute? Im Hügel. Haben wir doch ständig, wir beide. Wir passen deswegen so gut zusammen. Wegen Wortfindungsstörungen und Halbgarsätzen. Den Ping habe ich immer noch nicht ausgeblendet. Egal, sieht keiner. Außer mein Streamchat. Genau. Gut. Ich kümmere mich jetzt mal um das Lama. Kümmer dich mal um das Lama. Und beim Händler wollten wir noch, ne? Dealen. Ja, ja, habe ich alles schon einstecken, aber ich habe keinen Platz in der Tasche. Ich muss erstmal das Lama fangen. Ach so, ja, ich zeige euch mal, was die Frau in der Weile gebaut hat, weil damit ihr auch mitkriegt, was hier passiert. Denn sein Dipti war fleißig und hat hier umgebaut. Hier unten haben wir jetzt 4 Motoren. 1, 2, 3, 4. Die sind hier verbunden über dieses fantastische Rohrsystem, gehen an unseren Tank und hier an den Biofuel-Generator, den großen, die Stufe 2. Genau. Außerdem haben wir hier unterhalb der dieser Halter für diese Wassersprotzen haben wir noch Blumen sind hier reingekommen für die Bienen. Und die Bienen sind umgezogen. Außerdem die Ladestation für die Batterien, die sind hier hinten hingekommen. Da haben wir auch 2 Ersatzbatterien. Und wir werden gleich nochmal detektieren, weil uns fehlt wieder mal Titan. Also weit sind wir auch noch nicht gewesen. Aber das Tolle ist jetzt, wir haben ja schon den Käfig für das Lama. Und das kann jetzt endlich einziehen. Richtig. Hast du's? Ich hab's. Yay! So, ich geh mal gucken, was... Nee, erstmal mach ich meine Tasche. Ah, leer. Schön. Hallo? Nee, Quatsch. Rotz. Hat mir ins Gesicht gerotzt. Erstmal mache ich meine Tasche leer. Ich müll mich mal hier weg. Und, Guck mal, genau, den Innenraum wurde auch gebaut. Hier wurden Kohlen für uns hochgesetzt. Wir müssen also nicht mehr am Boden schlafen. Genau. Unser Forschungstisch, ein bisschen Türen. Hier geht es dann irgendwann mal in den zweiten Stock. Hier ist unsere Toilette. Sie hat mich so gesetzt, dass man sich gegen die Wand setzt. Oder? Sitze ich einfach nur falsch rum? Ne, ich glaube. Die Toilette sitzt nicht richtig. Ist egal. Wir schlafen kurz. Kommen okay, Sie. Wir schlafen. Ja, ja, ich komme. Gute Nacht. Na. Guten Morgen. Guten Morgen. So. Wir haben endlich ein Lama.
Wie nennen wir das Lama? Wolli. Wolli? Wolli. Okay. Komm mal her. So, Haustier umbenennen. Was denn? Wolli. Wolli, Doppel W-O-L-L-I. Wolli. Wolli? Ja. Du verarschst mich. Wolli, nenn's doch Wolli. Ich hab keine Ahnung. Jetzt heißt es Wolli. Dumm, dumm, dumm. Gibt auf jeden Fall noch einen schönen Screenshot für die Folge, weil das war wirklich Rama Lama. Rama Lama? Lama Rama? Oh, da ist ein Eige. Ich muss mal die Eier aufsammeln. Hier sind so viele drin. Sammeln mal die Eier ein. Wir brauchen Eier. So, wenn ich das hier jetzt wegbaue, was passiert dann? So, das testen wir jetzt mal. Was machst du? Ah, okay. Die muss weg. Wo ist denn der Schrank hin, der da stand? Der ist, hat sich gerade aufgelöst. Den habe ich in der Tasche. Okay, jetzt hast du mir gerade einen Schreck versetzt. Nein, alles gut. Wo sind die ganzen Eier hin? Wie, wo sind die Eier hin? Die Eier, die waren doch früher... Ah, da ist immer noch die Kiste da, okay. Okay, alles klar. Gut, wir detektieren mal die Insel nach Titan. Wir haben Wolli, wir werden zum Händler. Was wollten wir mit dem Händler nochmal eintauschen? Was sie kaufen. Titan wollten wir kaufen. Kannst du mir Müll geben, dann gehe ich shoppen. Kaufen. Nein. Nee. Ich will auch mal shoppen. Nein. Nein? Nicht shoppen. Nein. Warum nicht? Du kannst Muscheln sammeln gehen. Genetisch nicht möglich für Männer shoppen zu gehen. Richtig. Ich will shoppen. Nein. Ich darf nie was. Okay, kommen Sie. Gehen wir shoppen? Komm her. Lamas und Shopping. Ich komme. Komm bei mich. Hier ist, sind die Müllwürfel. Hast du eingesammelt, ne? Welche Müllwürfel? Nein, ich habe nichts. Okay, ich geh shoppen. Und die Münzen? Ach ja, und die Münzen. Oh, komm her. Die waren jetzt weg. Ne, jetzt sind sie wirklich weg. Die habe ich nicht eingesammelt. Du verarschst mich. Nein, ich verarsche dich nicht. Ich habe 20 Münzen einstecken, mehr nicht. Ich konnte die nicht fangen, weil die sind an mir vorbeigeflogen. Die sind hier im Felsen drunter. Oh nein, echt? Ja. Oh fuck, okay, du hast aber 20, das reicht erstmal, okay. Dann kauf von den Müllwürfeln am besten nochmal ein paar Köder. Ja, ich dachte Plaste und Titan. Ja, wir brauchen aber Münzen. Achso, so, ja. Warte, wir sind noch 40 Münzen. Hä, hast du doch noch gefunden? Ich habe noch 20 Münzen gefunden, warte, die bringe ich dir. Okay, wir treffen uns beim Händler. Ich habe auch noch Köder. Jetzt hast du mir echt einen Schreck gemacht mit dem Droppen von dem Kram da. Ja, wenn das weg ist, ist es kacke. Ja, ist ja. Vor meinen Augen im Felsen verschwunden. Ja, shitty. Okay, wir haben noch 8 Köder. Dann kaufe ich aber Rang 2 Köder, weil die geben mehr Punkte, wenn wir die 4 da verkaufen. Ne? Ja, um die Punkte geht es nicht. Es geht einfach nur noch darum, dass wir... Ich dachte, dass wir auf T3 kommen. Da können wir nämlich Titanerz kaufen. Nein, sind wir noch nicht. Nein. Ach, sind wir noch nicht. Nein. Okay, warte, dann angel ich gerade. Wir haben große Köder. Die fortgeschritten haben wir, die blauen. Wir haben die blauen, genau. Da haben wir 8 Stück. Ah, dann warte ich ab. Genau, dann angel ich gerade die Fische, die wir brauchen. Okay. Und, so, also die können wir im Backup-Spielstand laden schnell. Wir machen kurz einen Break. Nein, alles gut. Alles gut. Sind die Münzen ja nichts wert? Nicht schlimm. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. So, bei attraktiver Musik geht's zum Shoppen. Wir haben Münzen, 42, 20 waren noch in der Kiste, beziehungsweise 21. Und ich habe noch die letzten Köder verangelt. Das bedeutet, wir sollten jetzt eigentlich... Level 3. So, wir sind auf Level 3. Das bedeutet, bei Rang 3 können wir nämlich jetzt Erze kaufen. Und einen Kühlschrank. Und einen Wikingerhorn. Bringst du den Kühlschrank mit, bitte? Den willst du haben? Ja. Okay. Habe ich gekauft.
Und dann kaufe ich Titanerz, oder? Würde ich sagen, weil das ist ja das... Ja, und wir brauchen noch ein paar Köder, wenn es geht. Ansonsten haben wir noch Bauplan Feldflasche und Detailplanke. Feldflasche ist... Ja, Feldflasche, würde ich sagen. Ja. Detailplanke brauchen wir nicht. Okay. Jetzt haben wir keinen Müll mehr, jetzt kaufe ich noch ein bisschen Titan. Kannst du nicht, du brauchst Müll. Naja, jetzt kaufe ich noch Titan mit zweimal. Zweimal sind 6 Titan insgesamt, die ich kaufen kann. Weil du sagst, wir haben keinen Müll mehr. Nein, nein, ich habe jetzt noch 6 Müll und dafür, also nicht genügend, um den Rest zu kaufen von den Rezepten. Okay. Alternativ gibt es noch eine lange und eine kurze Zugbrücke, aber finde ich jetzt nicht so. Nee, brauchen wir nicht. Ich kaufe das Titan. So, und die fortgeschrittene Vogelscheuche? Kannst du die kaufen? Das wäre ja cool, wenn du die kaufst. Nee, da fallen noch 2 Müllwürfel für. Ah, warte, die mache ich gerade. Okay, dann kaufen wir die fortgeschrittene. So, dann bringe ich mal den Rest zurück. Ich mache nämlich gerade nochmal Müllwürfel. Okay. Hat der Tauchhelm irgendwelche Fähigkeiten? Warte mal, das muss ich mal angucken. Das weiß ich nicht. So, ich das steht Moment. Da glaube ich auch nicht. So, einen Müllwürfel haben wir schon mal. Das ist gut. Tauchhelm? Den habe ich in die Kiste gelegt. Da, Taucherhelm. Ziemlich luftdicht. Ha. Jetzt ist die Frage, setzt der eventuell die Wasser, also diese Sauerstoffflaschen? Was brauchst du denn für den? Was brauchst du denn noch? Könnte ich jetzt gerade kaufen. Ich könnte einen kaufen, aber wenn das nur Deko ist, ist es blöd. Weil ich glaube, das ist nur Deko. Ja gut, aber... Nee, ich kaufe Titan. Nein, die Vogelscheuche wollte mir ja kaufen. Entschuldigung. Genau. Titan hast du schon gekauft, ne? Nein. Das langt dann nicht. Weil wir brauchen 8 Müllwürfel für die Vogelscheuche. Dann kauf doch Titan. Okay. Und wir produzieren Müllwürfel und fahren dann einfach nochmal eine Insel an. Okay, machen wir so, ja. Dann tun wir so. Weil ich meine, es gibt ja nicht nur eine grüne Insel und auf jeder grünen Insel ist eigentlich ein Händler. Ich detektiere nochmal. Oh. Ja. Wie viel versteckte Schätze gibt es denn, wenn man auf so einer Insel ist? Gibt es nur einmal was zum Detektieren? Das ist unterschiedlich. Ah, nee, da ist noch das Leuchten rot. Manchmal sind 2. Ah, ja, jetzt kommen wir aber rum. Manchmal sind es auch. Ob mir die Frage selber beantwortet, es leuchtet nämlich so schön gerade. Das ist doch wunderbar. So. Willst du mich verarschen? Piepe jetzt. Bei großen sogar 3-mal, okay. Regie sagt gerade bis zu 3-mal. Ja, ist unterschiedlich. Mhm. Ja, da ist auf jeden Fall ein Tresor dabei. Da ist auch noch ein bisschen Titan drin. Nochmal 3 Titanerz. Jetzt haben wir schon 9 Titanerz, die ich gerade... Da sind sie, ja. Na, jetzt scheint er aus zu sein. Nee, zeigt auch nichts mehr an. Ist doch nicht schlimm. Nee, scheint 2-mal zu gehen. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt. Wunderbärchen. Sehr schön. Guti. Dann. Wir haben ein Lama bekommen. Wir haben Titan bekommen. Wir haben das Rezept für einen Kühlschrank haben wir bekommen. Dann haben wir noch ein Rezept für die Feldflasche bekommen. Genau, das können wir uns jetzt mal gerade angucken. Zack. Ich werde mal die Schmelzen befüllen. Was macht der Kühlschrank? Hat er eine Funktion? Das ist ein Schrank. Nee, ich glaube nicht. Okay. So, dann stellen wir den denn hin? So, wir haben da nochmal Müllwürfel. Soll ich ihn hier neben die essen? Nee, wir bauen es ja noch oben. Dann stelle ich ihn oben hin. Stell den einfach irgendwo hin. Oder machen in die Essenskiste. In den Wohnbereich. Machen in die Essenskiste. Okay. Schade. Ich will mir zumindest mal angucken. Wir haben hier noch 5 ungeschmolzene Titanen, das weißt du, ne? Ja, habe ich gerade in die Kiste gepackt.
Ah, okay. Oh, der hat richtig viel Platz, der Kühlschrank. Bitte? Ja, guck mal rein. Ja. Der hat relativ viel Platz. Cool, dann haben wir noch ein Rezept, das lernen wir auch noch. Achso, der Schreibtisch ist jetzt oben, der hast du umgestellt. Plätze. Ja, den habe ich umgestellt. Wollen wir uns kurz hinlegen? Ja, ich baue gerade um. Gute Nacht. Gute Nacht. So. Lernen am Morgen. Eine Feldflasche. Wahrscheinlich brauchen wir da sehr viel Platz dafür. Gehe ich mal davon aus. Ach, shitty, das geht jetzt nicht, wie ich das wollte. So, ihr Lieben. Werden wir in dieser Folge noch Utopia sehen? Gute Frage, ne? Nein. So. Dann müssen wir eine Schere machen oder haben wir schon eine? Eine Schere müssen wir, glaube ich, noch machen. Ich guck mal kurz. Eine Schere. Ein Metallbaum brauche ich eigentlich nur. Dann können wir eine Schere machen. So, Schere ist auch am Start. Sehr gut. Gudi, wir sammeln noch ein bisschen, bauen noch ein bisschen aus. Die guten Dinge haben wir jetzt schon gemacht. Die Münzen lege ich wieder sicher zurück. Und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Nein, nicht zur nächsten Folge, Quatsch. Wir sehen uns später wieder. Ist noch nicht fertig, diese Folge. Also, bis gleich. So, da sind wir zurück. Utopia liegt vor uns. Ein paar Hochhäuser unter Wasser. Ich fahre mal rechts vorbei. Ich weiß nicht, wo es hier eine Anlandung gibt. Ich glaube, in der Mitte. Fahr mal links. Ich glaube, fahr mal links. Da zwischen rein, zwischen den Hochhäusern? Zwischendurch, ja. Oder... Okay. Bei mir ist noch so nebelig. Ja, da sieht man solche kleinen Hütten unten am... Rechts, fahr mal rechts rum. Okay, rechts rum. Auch immer noch zwei Schrott, Mann. Finden wir vielleicht hier? Ja. Ja? Ja. Mut zur Lücke, da geht's auch in die Mitte rein. Sollen wir in die Mitte reinfahren? Dann fahr in die Mitte rein. Das sieht ja cool aus. Praktisch alte Hochhäuser, die unter Wasser sind und... Cool. Ich habe auch schon mal das Material zurechtgelegt für die Elektroschmelze, weil nicht der Elektrogrill, wenn ich das vielleicht fälschlicherweise gesagt habe, sondern die Elektroschmelze wollten wir noch bauen. Machen wir auch gleich. Das legen wir hier vorne erstmal an, das ist auch so ein Verladekran und so, da werden wir jetzt an Land gehen, denke ich mal. Cool. Schick, schick, schick. Das Finale liegt vor uns. Ah, hier rechts können wir ranfahren. Guck mal. Ist das links okay? Oder stoßen wir jetzt an? Kannst du mal gucken? Nee, das passt, wenn du noch ein kleines bisschen nach rechts fährst. So? Ja. Okay, wir haben direkt hier Spaß. Ich sehe es gerade, ja. Ich mache jetzt gleich den Motor aus. Alles gut. Wo ist der hin? Der ist links rum, da läuft er. Wo? Ja, genau. Hyäne? Oder was ist das? Ja. Oh, die entführt dich? Ja. Lacht die auch, wenn sie dich entführt? Oh, das ist schon kaputt gemacht. Sehr gut. Entschuldigung. Nein, nein, ist alles gut. So, ich setze jetzt noch die Elektroschmelze. Ja. So. Also, ich habe schon die ganzen Materialien zurechtgelegt. Das heißt, wir können sie jetzt direkt bauen. Jetzt bin ich gespannt. Ich kann hier noch nicht mal noch Ach Schrott du Güte, kaufen. Was ein Teil. Okay, ich brauche Schrott. Ich stelle die jetzt dahin, wo die anderen Öfen waren, ne? Ein bisschen Abstand. Oder soll ich die lieber oben hinstellen? Wohin? Du bau die alten Öfen doch ab. Ja, ja, die linken zwei. Achso. Bau doch einfach alle ab. Okay. Wenn wir noch Öfen bauen, können wir die ja wieder setzen. Das stimmt, ja. Aber ich denke, wir werden so viel nicht mehr einschmelzen, dass wir so viele Öfen brauchen. Gut, dann setze ich jetzt rechts daneben. So. Cooles Teil. Da muss nur eine Batterie rein und dann... Hab ich schon. Hast schon, sehr gut. Oh. Ja, bitte schön. Und dann, warum ist hier ein Loch? Achso, das ist der Motor. Hi, Bruce. So, und dann gucken Sie. Moment, ich bin im Wasser reingeplumpst. Wow, cool. Das schaut gut aus. Das sieht ja richtig cool aus. So langsam, ne?
Ich meine, sieht noch nicht alles ganz fresh aus, aber so langsam wird es hier mit unserem... Noch nicht fresh? Nee, das ist noch lange nicht fresh hier. Achso, genau, ich zeige euch mal, was hier oben gebaut worden ist, soweit. Also den Schlafbereich kennt ihr, glaube ich, auf einmal ist der Schrank hier rüber gewandert. Und hier sind Wände dazugekommen. Das wird alles noch mal ein bisschen wandern, also das ist noch nicht... Und hier... Nein, rein. Ach, geht nur einer rein? Man kann nicht gemeinsam baden. Sieht nicht so aus. Ne? Können wir denn zwei nebeneinander stellen? Dass wir uns angucken? Weißt du, praktisch die Dinger nebeneinander, dass wir praktisch der eine hat die Füße. Kann ich nicht bauen. Das ist Schrottverschwendung. Ich brauche Schrott. Aber theoretisch geht das. Ich weiß nicht, wie viel Platz dazwischen sein muss. Das ist ja aber cool. Schade, dass man nicht gemeinsam baden kann. Ich gehe lieber alleine baden. Du bist so groß. Ich rede doch vom Spiel, nicht vom wahren Leben. Ist mir egal. Ach, trotzdem alleine baden. Na, super. Ja, klar. Was denkst du denn? So, Utopia liegt vor uns. Beeindruckend. Und ich freue mich schon jetzt auf Jump'n'Run und die Erkundung des Ganzen. Wer redet denn hier von Jump'n'Run, hä? Das sieht so aus. Ich meine, es liegt ja oben. Ich habe davon nichts erzählt. Und hier sind Elektromotoren. Ach, die versorgen da oben das mit Strom. Hier ist ein Riesengenerator. Können wir den nicht für unsere Zwecke anzapfen? Nee, leider nicht. Aber hier ist ein Stecker. Benötigt Stromkabel. Das ist ein Rätsel, das du lösen musst. Ach so. Und hier ist ein Verladekran auch in der Mitte. Ja. Geht's hier rein? Geht's hier irgendwo rein? Ich weiß ja nicht mal, wie viele Minuten sind, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, oder? Ja, jetzt habe ich hier eine Kiste. Ist ja jetzt mein Let's Play, dann kann ich das doch beenden. Nein! Okay, es sind ganz viele Kisten, die wir stapeln können, um uns wahrscheinlich da hochzuarbeiten. Und wir haben einen Verladekran. Sehr spannend. Mhm. Und hier geht's aber nicht rein. Cool, ich freue mich schon drauf. Ja, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Wir sind uns noch nicht ganz so, wir haben so... ja, wir haben einen Elektrogrill gebaut und wir haben die ersten Ausblicke auf Utopia. Ich freue mich richtig drauf. Cool. Aber auf der einen Seite bin ich auch so ein bisschen traurig. Weil es bald vorbei ist. Aber man kann es ja weiterspielen, ne? Theoretisch. Man könnte ja noch weiter übers Meer schippern, Müll einsammeln, das Floß weiterbauen. Aber da sehe ich dich ehrlich gesagt nicht. Was? Ich gehe jetzt hier hoch. Ich gehe hoch. Aber ich komme nicht wieder. Ich komme nicht wieder. Ja. Was so Spiele angeht. So, mit einem Blick über unsere Anlegestelle und aus den Dächern von Utopia. Wow. Siehst du mich hier oben? Ich hack gerade Bananenbäume. Dann siehst du mich. Kannst du mich sehen hier? Weiß ich nicht. Warte. Ich hab dir gerade gewunken. Ich sehe dich doch nicht. Wo muss ich denn hingucken? Wo stehst du denn? Richtung Elektrokabel, wo es hochgeht. Ich hab dich springen sehen, ja. Mhm. Ja. Oh nein, Bruce mag mich auch knabbern. Ja, cool. Ich freue mich auf weitere Rätsel. Und wir machen jetzt Schluss für heute, oder? Machen wir eine etwas kürzere Folge diesmal. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Gut, bis dahin. Tschüss.